Sie sind hier, 17. November 2018, 11.39 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Claudia Pechstein zeigte im japanischen Obiriro eine gute Leistung. Urheberrecht Getty Images. Claudia Pechstein zeigt zum Weltcup-Auftakt in Japan eine gute Leistung. Sprinter Nico Ihle kann das Vortagesergebnis nicht wiederholen. Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist mit einem sechsten Platz im Massenstart in ihre 27. Weltcup-Saison gestartet. Die 46 Jahre alte Berlinerin zeigte im japanischen Obiriro eine gute Leistung. Siegerin wurde Lokalmatadorin und Olympiasiegerin Nana Takagi. Claudia hat das ganz ordentlich gemacht. Es war schlau, einfach mal vorne wegzulaufen und Punkte zu sammeln, sagte Trainer Dan Rothier. Sie hat im Endsprint nicht die Geschwindigkeit, das weiß sie auch. Roxanne Dufter landete als 22. am Ende des Feldes. Nico Ihle konnte im zweiten Rennen über 500 Meter seine gute Leistung vom Freitag nicht bestätigen und belegte in 35,31 Sekunden den 17. Platz. Der Olympia-Achte war am Vortag in 35,04 Sekunden noch stärker Fünfter geworden. Den Sieg holte sich der russische Weltrekordhalter Pavel Pulinikov mit dem Bahnrekord von 34,61 Sekunden. Ich war überrascht, dass es so langsam war. Vom Rennen her war es ähnlich wie gestern, sagte Ihle. Ich brauche immer einige Rennen, die habe ich jetzt. Da kann man sich schon verbessern. Rothier freute sich über einen guten Einstieg ins Wochenende, wusste aber auch, im Sprint ist es so, dass man schnell mal 8 bis 10 Plätze verliert. Gabriele Hirschbichler beendete das Rennen über die 1500 Meter in 1,59,374 Minuten auf dem 14. Rang und war im direkten Duell gegen Dufter, die in 1,59,607 Minuten 16. wurde, knapp schneller. Den ersten Saisonsieg sicherte sich die viermalige Weltmeisterin Brittany Bowe USA, die in 1,55,034 Minuten den Bahnrekord um fast eine Sekunde verbesserte. In der B-Gruppe wurde der Olympiasiebte Patrick Beckert über die 1500 Meter in 1,48,466 Minuten 9. Jetzt die Sport1-App herunterladen.